Hatten wir also den Preview vom dritten Spieltag und jetzt zeige ich das Ganze mal im Review, was dieser Spieltag so gebracht hat. Der dritte Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga, gespielt vom 8. Freitag, dem 8. September bis Sonntag, dem 10. September 2017. Die Paarungen sind hier, Ergebnis hier. Hier ist, was ich erwartet habe. Und hier steht, was die Mannschaften hätten erreichen sollen, wie sie hätten spielen sollen. So, das wird hier miteinander verrechnet und abgeglichen. Und ich schaue es jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal an, Montag früh. Also die Statistiken sind alle erfasst. Ich benutze dazu die bundesliga.de-Seite, wo alle Statistiken aufgezeichnet sind. Da werden halt die Torschüsse, das Ballbesitz, Ecken, Flanken, Zweikämpfe auch, gebe ich ein. Und die werden dann hier auf meine spezielle Art verrechnet. Ich kann nicht alles auf einmal erklären. Jetzt nehme ich mal dieses hier. Und da ich jetzt selber zum ersten Mal raufschaue, was man mir natürlich nicht glauben muss, aber kann ich jetzt einfach meine Spielanalysen so live abgeben, wie ich es jetzt machen würde. HSV hat gegen Leipzig 0-2 verloren. Erwartet hätte ich sozusagen 1:1,8, 1:0,6, 1:8, dass das Spiel ausgeht. Also Leipzig natürlich als Favorit und so weiter. Das lässt sich natürlich in Quoten und so weiter umrechnen. Insgesamt hätten 2,86 Tore, habe ich erwartet. Jetzt kommen die Spielstatistiken, die das Spiel ergeben haben. Da hat HSV Chancen für 0,95 Tore gehabt, was ja nicht so weit entfernt ist von 1,06. Also sie hätten auch ihr eines Tor erzielt haben können mit den Chancen, die sie hatten. Leipzig hatte Chancen für 1,88, was auch diesem Wert entspricht. Sie haben zwei geschossen, das ist also sehr dicht dran. Also das Spiel hätte eigentlich 1:2 ausgehen müssen, könnte man so sagen. Aber jedenfalls, Leipzig hat verdient gewonnen, denn sie haben ja sogar ihre Erwartung leicht übererfüllt, waren aber sowieso Favorit. Ich rechne immer ab 0,5 Toren Differenz, weil man muss ja nicht ein Tor besser sein, um verdient zu gewinnen. Ab mehr als 0,5 rechne ich als verdienten Sieg, aber das ist ja auch bloß so eine Beschreibung, dass man halt sagt, war verdient, was natürlich bei Reportern vollkommen anders herauskommt. So, Fakt, also da zählt ja nur das Ergebnis und da ist jedes Ergebnis verdient. Jedenfalls, lese ich hier dran ab, wer besser war, und zwar gegenüber die Leistung verglichen mit der Erwartung. Und die Minus heißt natürlich für die Auswärtsmannschaft, also Leipzig war um 0,2 Tore besser als erwartet. Also bestätigt noch einmal, das sind natürlich nur die Werte hier aufaddiert, die 0,11, die HSV fehlen, plus die 0,08, die Leipzig besser war, sind 0, also die Rundung, die sind ja hier nur zwei Nachkommastellen, ergibt halt minus 0,2. Und diese Zahlen kommentiere ich jetzt nicht. Jetzt sage ich nur hierzu, dass also dieses sehr nah dran, dass also die so gespielt haben, wie ich erwartet habe. Ob es jetzt ein Over oder ein Under, denn sagen wir mal, Wettmarkt ist genauso groß wie die Seiten, die man wetten kann. Also HSV oder Leipzig. In dem Fall hatte ich Leipzig sogar genommen. Und dass die Over-Under-Wetten auch sehr wichtig sind und dazu ist es halt wichtig, dass diese Zahlen hier möglichst nahe dran liegen. Die zwei Tore, die gekommen sind, haben jetzt keine besondere Bedeutung, da müsste man jetzt eben noch gucken, wie der Markt darauf war. Aber hier bedeutet es nur, dass es gute Einschätzungen waren und dass man damit halt ziemlich richtig lag, aber minimal halt weniger Chancen, also weniger Tore hätten fallen dürfen als erwartet, was aber näher dran kann man ja kaum liegen. Jetzt können wir das nächste Spiel angucken, da würde ich jetzt zu Freiburg-Dortmund würde ich eben jetzt sagen, die Erwartungen waren bei 0,92 zu 1,81. Da hat Dortmund erheblich besser gespielt, also sie hätten das Spiel gewinnen müssen. Das hing aber auch zusammen, die natürlich früh gegen Freiburg, die ja auch per Videobeweis ausgesprochen wurde. Und meinetwegen war sie berechtigt und Schmelzer verletzt. Das ist ja nun so traurig, wenn man das sieht, weil er ja auch vor kurzem auch schon mal verletzt. Und dass natürlich Spieler einfach verletzungsgefährden faulen, aber alles jetzt nicht hier nicht Thema. Jedenfalls war es berechtigt, auch der Videobeweis. Und dann hat Freiburg natürlich nur am Ergebnis festgehalten. Und da ist halt diese Mauertaktik, oder aber man kann mit 10 Mann auch nichts anderes machen. Also mein Spielurteil ist fertig. Rote Karten, da würde ich jetzt überhaupt nicht übertrieben drauf sowieso reagieren oder die Spiele jetzt besonders bewerten wollen, noch nach roten Karten. Freiburg hat das Ergebnis gehabt und hat es bis zum Schluss gehalten. Wenn es 0-1 gefallen wäre,
dann hätte es auch schnell 0,3 oder 0,4 sein können, weil sie dann halt ausgleichen müssten und so mussten sie nichts tun, immer nur festhalten. So, Gladbach gegen Frankfurt. Also hier ist natürlich jetzt, also mehr Tore hätten fallen sollen als sowieso die erwartet 2,73, 3,07 hätten es sein sollen, natürlich fast alle zu Dortmund. 1,25 Tore war Dortmund besser als erwartet, was nur mit der roten Karte. Ich kommentiere es nicht weiter. So, bei Gladbach gegen Frankfurt hatte Frankfurt halt den guten Start, also wenn man jetzt das Spiel so objektiv und den Rückblick, dann hatten sie einen guten Start, haben das Tor gemacht und dann eben der typische Fall, dann sind die Statistiken auch an Gladbachs gegangen in der Folge, sodass also Gladbach hier theoretisch besser war als erwartet, was man jetzt hier allmählich an den Zahlen. Also 0,34 ist das, was ja jetzt, wenn es ein Pluswert ist, ist es, ging es an die Heimmannschaft, die beiden gingen an die Auswärtsmannschaft. Gladbach war um 0,34 Tore besser als erwartet, aber Frankfurt hatte halt das Ergebnis. Also man sieht heute, dass die Statistiken fast immer zugunsten der Mannschaften ausschlagen, die zurückliegt. Nicht allein, weil sie in Panik sozusagen jetzt noch mehr Leistungen, was aber auch eine Rolle spielt, dass sie also eine höhere Leistungsfähigkeit haben, wenn man zurückliegt, sondern aber vor allen Dingen liegt es daran, wie taktisch gespielt wird. Die Mannschaft zieht sich einfach zurück und die sagen, die anderen schaffen sowieso kein Tor und wenn sie eins hätten, Gladbach, dann wäre Frankfurt immer noch nicht unglücklich, weil sie halt auswärts. So, aber das ist ja moderne Spieltaktik. Chancen waren da auf beiden Seiten, also für mehr Tore, aber Mehrzahl an Gladbach. 0,74 Tore mehr als erwartet sind die 3,58. Das war also ein typisches Overspiel. Da war ich sogar auf Over, ist aber nicht gekommen, nützt mir auch nichts. Aber die Wette war okay oder der Tipp oder wie auch immer. Jedenfalls haben wir das Spiel auch. Jetzt nehmen wir Augsburg-Köln. Da war Augsburg hier als 0,46 Tore Favorit. Also sozusagen, das war aber auch ein Tipp von mir. Also da hätte ich jetzt eher Glück gehabt, denn hier nach Statistiken war ja Köln gut, also Köln war sogar leicht vorne statistisch, haben wir trotzdem wieder den typischen Fall, eine Mannschaft führt und Augsburg hat ja die Tore früh gemacht, jetzt müsste ich nachgucken, wann das war oder eins schon und jedenfalls, das mache ich jetzt aber nicht, dass dann schon die Statistiken weggehen und dann wartet man auf die Konterchancen und die haben sie hier genutzt und so weiter. Statistisch wäre das Spiel also eher ein Unentschieden gewesen, berechtigt, nicht? 0,53 war Köln besser als erwartet, also sie haben einfach auch ein bisschen Pech gehabt, aber bei 3-0 ist natürlich schwerer zu argumentieren, weil dann irgendwann steht es auch 2-0, 3-0 und dann könnte Augsburg sagen, ach, ihr könnt ruhig ein bisschen spielen, wir verlieren das Spiel sowieso nicht mehr, beziehungsweise wir gewinnen so oder so. Bei Mainz gegen Leverkusen Leverkusen hatte auch den guten Start, hatte das Tor, aber sie haben natürlich jetzt leichte Verunsicherung oder wie auch immer, so wäre meine allgemeine Spielbeurteilung, nicht statistischer Art, sondern haben dann das 1-1 kassiert und waren dann irgendwie wirklich ein bisschen von der Rolle. Also das war aber, sie können jetzt einfach kein Spiel nach Hause bringen oder ordentlich gewinnen und so weiter, nur einen Sieg in den letzten 10 Spielen. Also saisonübergreifend. Aber jedenfalls, es klappt einfach nicht richtig. Also obwohl sie in München gut waren, bei dem 2-2 gegen Hoffenheim auch gut waren. Hier hatten sie gut angefangen, aber dann sind die Statistiken sogar leicht an Mainz gegangen. Aber natürlich unentschieden, das 3-1 war ein abgefälschter Schuss und Leverkusen hatte die Chancen auch Tore zu machen, wobei die sie weniger hatten als erwartet, was aber nach den Bildern jetzt nicht so, aber man sieht da in der Zusammenfassung nur die Chancen. Also da habe ich kein Live-Spiel geguckt jetzt bei dem. Also kann man ja nicht bei jedem Spiel gucken. So, jedenfalls war hier Mainz die bessere Mannschaft, also besser, minimal besser, natürlich nicht verdienter Sieg, unentschieden wäre korrekt, aber 0,46 besser als erwartet. Es war aber eher ein Under, obwohl also hier Tore gefallen sind, also ein minus 0,8, also hier sind zu viele Tore gefallen. Also Mainz hat dann einfach das Glück gehabt, auch die Tore zu machen. 1,15 Chancen für 1,15 Tore, ist ja weniger als erwartet, haben wir 3 geschossen. Bei Wolfsburg-Hannover haben wir nun vermutlich hier gewisse Übereinkommen, das habe ich also noch nicht gesehen, sehe ich jetzt gerade mit den 1,6 zu 0,87 gegenüber dem, das ist also ziemlich genau dementsprechend, wie man sieht hier, war es also korrekt, minus 0,09 hieße nur, Hannover wäre minimal besser gewesen, Derbys sind immer ein bisschen speziell, kann man schon sagen, aber Wolfsburg war die bessere Mannschaft, war näher dran, hätten den Sieg verdient, hier waren sie auch 0,73 Tore besser, also ab 0,5 wäre verdienter Sieg, also sie hätten den Sieg verdient gehabt. Man kann natürlich aber immer für den Außenseiter, der halt hier ein Unentschieden hat, kann man auch immer einräumen, dass er halt auch ein bisschen die Chancen, die Statistiken weggibt. Dass er halt sagt, ihr könnt ruhig so lange spielen, wie ihr noch nicht führt. Wenn das 2-1 fiele, dann könnte Hannover immer noch zurückschlagen. Natürlich, wenn es 88. passiert, wird es schwer. Aber sozusagen eine Mannschaft ist ja doch in der Außenseiterrolle. Das war hier Hannover, die sind mit dem Punkt zufrieden, obwohl der Punkt ja immer beiden ein bisschen wehtut aufgrund der ungerechten Drei-Punkte-Regel. Aber weil man halt einfach zu wenig Lohn bekommt, 1,5 wäre ja rechnerisch richtig.
Gut, Hoffenheim gegen Bayern war natürlich eine total eindeutige Sache, in dem Sinne, dass statistisch die Bayern halt drückend überlegen waren, was also jetzt in dem Spiel erstmals so ganz richtig war. Und das war nicht allein aufgrund des Ergebnisses, denn hier war ja dieses kuriose 1:0, was ich an anderen Stelle schon kommentiert, mit einem zweiten Ball ins Spiel und zwei Spieler abgelenkt, nur für eine halbe Sekunde, dann war der Ball schon drin zum 1:0. Nur sieht man ja, dass dann da in die Szene, dass der Ball überhaupt nach vorne kam, war die fantastische Lösung von dem Verteidiger, der es wirklich geschafft hat, den Ball mal wegzuschlagen, weil alles war so zugestellt, dass Hoffenheim überhaupt nicht rauskam aus der eigenen Hälfte, die ersten 27 Minuten nicht. Dann schlagen sie den Ball einmal raus, dann köpft Hummels den versehentlich ins Aus. Der schnelle Einwurf bringt das Tor, was eben einfach nicht regulär ist für mich, selbst wenn es in Regeln steht. Man kann nicht mit zwei Bällen auf dem Platz spielen, das ist immer eine Irritation, das funktioniert nicht. So, jedenfalls hatte Hoffenheim da das 1:0 und das war ja 27. Minute oder etwa so. Und da waren ja schon die Bayern bis dahin ausreichend überlegen, um schon längst zu führen, aber in der Folge natürlich auch weiterhin überlegen. Aber das hat sich nicht geändert, dieses Spiel, nicht durch den Spielstand. Das war von Anfang bis Ende eine Einbahnstraße. Und das ist halt einfach, die Bayern waren halt noch überlegener, als sie erwartet waren. Und das hing nicht am Ergebnis. Und insofern haben die Bayern sehr viel Pech gehabt und hier 0,81 Tore besser. Und dann zwei Tore zu verlieren, also wo man eigentlich zwei Tore besser gespielt hat und dann mit zwei Toren zu verlieren, ist halt Pech. Und anders kann man sich sagen, Nagelsmann wurde aber auch korrekterweise nach dem Spiel gefragt, ob er schon jemals glücklicher in Führung gegangen ist. Und obwohl er das nicht mit Ja beantwortet hat, hat er gesagt, das war schon sehr glücklich. Und so war es halt. Also Bayern hat Pech gehabt, Hoffenheim hat Glück gehabt. Aber alle freuen sich ja auch ein bisschen darüber, wenn man eben sagt, wollen wir schon wieder eine Saison haben, und Bayern davon stürmt. Aber wie es aussieht, sind sie halt trotzdem zu überlegen, um aufgehalten zu werden. Also das ist ja in jedem Spiel dann so. Ne? Wobei gegen Leverkusen im ersten Spiel war es ja nicht ganz so. Hertha gegen Werder 1:1. Da habe ich die Bilder gesehen, also das habe ich geguckt. Und da würde ich sagen, also das ist hier korrekt. Also ich war ein bisschen skeptisch Hertha gegenüber und das hat sich in dem Spiel auch wieder gezeigt, aber davor haben sie mir gefallen, wo sie in Dortmund 2:0 verloren hatten, haben sie eigentlich gut gespielt. Also ein bisschen ist immer schwierig und gerade wenn man lokal, wenn man halt hier aus Berlin, dass man dann eben vielleicht nicht so ganz, es ist immer etwas schwerer, das zu beurteilen, wenn man auch mehr darüber liest und mehr hört und halt eine engere Beziehung hat, auch wenn ich jetzt absolut nicht Hertha-Fan, sonst was, ich bin gar kein Fan. Aber dann ist es halt immer so ein bisschen schwerer, das richtig zu beurteilen oder so. Und man hat dann immer noch irgendwie eine andere, etwas andere. Aber jedenfalls, Hertha ist immer so ein bisschen Sorgenkind, wie ich das richtig einschätze. Und jetzt hat mir gefallen, jetzt habe ich denen also ein bisschen vertraut. Und jetzt haben sie aber doch schlecht gespielt, weil sie halt einfach nur mit Werder, das 1:1 ist halt bestmögliche Ergebnis, könnte man ja hier sagen. Werder war um 0,51 Tore besser. Definitiv also ein verdienter Punkt für Werder. Und Hertha war halt nicht so gut. Und das sieht man ja an den 0,3 Toren. Aber das ist genau dementsprechend. Sie waren ja nicht katastrophal schlecht. Sie waren auch okay. Aber es ist halt etwas schlechter als erwartet. Der Gegner etwas besser. Schalke-Stuttgart ist so ein typischer Fall wieder. Also sehr krasser Fall in diese Richtung. Was aber hier auch in den Stimmen ganz gut rauskam. Nicht? Also Schalke hatte die erste Halbzeit wirklich gar nichts vom Spiel. Also haben 1:0 gemacht früh und dann hat nur noch Stuttgart gespielt. Nicht? Das sind ja immer Einzelspiele, wenn die sonntags nacheinander, die Sonntagnachmittagsspiele, da gucke ich dann eher Konferenz, weil das mir zu viel ist. Das sind ja dann 5 Spiele. Hoffenheim-Bayern kann man natürlich dann am Abendspiel ganz sehen. Hertha ist ein Einzelspiel, wo nur ein Fußballspiel läuft und Schalke-Stuttgart auch eins. Also jedenfalls war Schalke schwach in der ersten Halbzeit, haben sie aber auch gesagt hinterher, also die Stimmen haben das auch deutlich gemacht und hatten trotzdem die Führung, da ist aber der Ausgleich noch viel kurz vor der Pause, der total verdient war und wo Stuttgart also wirklich das geduldig und also gut gemacht hat, einfach 1:1 verdient, absolut und da war Schalke halt schwach, dass die zwei Tore nach der Pause gefallen sind, das war halt 47. 48. Das war halt, kleines Geschenk, aber kleine Aktion. Und diese Naldo-Kopfball, wo er eben mit der Hand dran war, er köpft sich den Ball an die Hand. Nur ist es ja so, und da ist ja lächerlich, was die Regeln, da können sie ja schreiben, was sie wollen oder so. Man kann halt mit der Hand kein Tor erzielen. Das wäre für mich sowieso jetzt gar keine Frage weiter. Aber abgesehen davon, dass er die Hand einfach für meine Begriffe zum Stützen nimmt, also so, weil er schon weiß, dass, also er denkt auch, vielleicht kommt er nicht ganz ran an den Ball mit dem Kopf und dadurch hat er die Hand schon so oben, weil sie immer diese Bereitschaft
haben irgendwo dann, also sie wollen ran an den Ball unbedingt und dann nimmt er halt so ein bisschen die Hand zu Hilfe. Und deswegen ist es kein reiner Zufall und auch keine natürliche Handbewegung schon gar nicht, weil wenn man wüsste, man darf nicht, dann würde man die Hand auch weglassen. Also auch wenn ich immer für mehr Tore bin und alles durchgehen lassen würde oder sonst was und Tore erzielen, aber mit der Hand kann man halt keins schießen. Das hat er gemacht und das 2-1 hat natürlich das Spiel dann und dann war er in der 48. auch wenn Burgstaller das fantastisch gemacht hat, den Lupfer und wo er wirklich noch guckt und dann genau ins lange Eck. Naja, das ist fantastisches Tor, aber es ist natürlich dann leicht unter der Schockwirkung beim Gegner 2-1 gemacht und gleich danach der nächste Angriff 3-1. So ist es halt. Und mehr ist nicht passiert in dem Spiel. Stuttgart hatte noch die Chancen und da war er eben auch in der 82. noch, wenn es 3-2 fällt, was genauso bei Leverkusen übrigens der Fall war, die dann auch nach dem 3-1, was ja abgefälschter Schuss, und dann muss man halt mal das 3-2 machen und das wäre ja auch für die Zuschauer, Fans, für jeden der neutralen oder so, dass man sagt, man, dass mal einmal ein Spiel gedreht wird auch oder so, oder dass ja mal ein bisschen Drama aufkommt. Das passiert dann immer nicht, 3-2 fällt nicht, 3-3 fällt auch nicht, naja. Jedenfalls hätte Stuttgart den Punkt verdient, denn hier sind sie ja genauso wie Werder Bremen auch um ein Tor besser als erwartet. Also Stuttgart hätte das Spiel nicht verlieren sollen, wobei Schalke jetzt natürlich immer sagen kann, ja gut, da stand es 3-1, dann haben wir es austrudeln lassen, was auch natürlich ein bisschen die Wahrheit ist. Wenn es 1-1 gestanden hätte, hätten sie vielleicht auch bis zur 70., 75., wie auch immer, vielleicht auch in der 90. noch, hätten sie vielleicht aber Druck gemacht, halt, dass sie dann auch den Ball gehabt hätten. So, insofern sind die Analysen natürlich immer etwas komplexer, als jetzt einfach nur zu sagen, Statistiken hier, Schalke war nicht besser, war genau ausgeglichen, hätte unentschieden sein müssen. Es ist ein bisschen komplizierter. Die Summe der Tore ist halt für mich jetzt bedenklich klein. Ich hatte es schon in der Vorschau gezeigt, dass sie immer zu wenig waren. Jetzt ist es also wieder nur 2,22 Tore. Das waren ja vor dem Spiel da 2,16 bisher. Also ist es sozusagen genau im Ligaschnitt bisher. Es bleibt bei wenigen Toren und wir haben den Videobeweis. Also man kann schon ein bisschen anfangen, einen Zusammenhang zu konstruieren. Nicht? Die rote Karte in Freiburg war ja per Videobeweis. Die Folge war eine reine Abwehrschlacht, die eben dann eigene Angriffsbemühungen fanden, nicht mehr statt. Der Gegner hat zwar 2,61 Tore hätte machen können, die selber aber gar nichts mehr. Also 0,46 ist ja fast weniger, geht ja kaum. Und 2,61, naja, wenn es aber nicht fällt, dann bleibt man natürlich bei der Abwehrschlacht. So, das war die Analyse von diesem Spieltag. Schönen Dank.